Hof Luna. Das ist ein Gesamtkonzept, das man nicht beschreiben, sondern eigentlich nur erleben kann. Es geht um Nahrungsmittel. Nachhaltige Sicherung von Nahrungsmitteln für uns Menschen, das ist einfach was unheimlich wichtig ist, ohne das wir eigentlich nicht können. Hier im Leinebergland, nicht weit von Hildesheim, lebt Wilhelm Bertram. Wilhelms Leben wird bestimmt von seiner Herde. Er betreibt Erhaltungszucht des roten Anglerrinds. Es sind die letzten ihrer Art. Ein Rind, was sehr anpassungsfähig ist und was halt auch nicht diese hohen Futteransprüche haben, wie das normalerweise in der Milchviehfütterung ist, dass man Kraftfutter und Mais braucht. Wir füttern die Tiere nur mit Grundfutter, mit Gras, mit Heu und Silage. Die Tiere geben natürlich längst nicht so viel Milch wie andere Tiere. Wir sind bei einer Milchleistung zwischen 4.000 und 5.000 Liter. Dafür ist die Milch halt von der Qualität viel, viel besser. Die Inhaltsstoffe sind mehr, also der Fettgehalt liegt bei 5%. Zudem sind die Tiere gesünder und leben länger. Wenn man dann noch ihr geringes Gewicht mit den Futteransprüchen ins Verhältnis setzt, steht die Rasse für eine ressourcenschonende Tierhaltung. Die geringere Milchleistung drückt aber auf den Ertrag. Verständlich, dass die Eltern und vor allem sein Vater sich dagegen stellten. Überhaupt, das war überhaupt nicht einfach mit meinem Mann. Was mein Mann wollte, wollte er. Und mein Sohn wollte dann auch das, was er wollte. Und dann war das immer so ein bisschen. Das war nicht so einfach. Und ich stand immer mitten zwischen. Am Ende siegte Wilhelms Wille. Aber vor allem seine Gefühle. Die Farbe hat mir sehr gut gefallen. Wenn die in der Sonne stehen, jetzt scheint ja gerade keine Sonne, dann glänzen die so schön. Das war halt. Und da habe ich gedacht, oh, das sieht doch schön aus. Also Landwirtschaft und überhaupt Landschaftsgestaltung hat halt ganz viel mit Schönheit zu tun. Wenn man die Landschaft in Harmonie bringt und das als schön empfindet, dann hat das auch einen Effekt auf die Gesundheit und das ist Heilung für einen selber. Und das ist genauso, wenn man Tiere hat, die einem gefallen und die schön sind und wo die Proportionen noch stimmen und die noch nicht so gezüchtet sind, dass sie nur auf Leistung gezüchtet sind. Und mit solchen Tieren macht es mir mehr Spaß oder die machen mich halt glücklicher, als wenn ich andere Tiere hätte, ne? So, das ist schon so, ne? Und passen dadurch ideal in das Ökosystem. Ökosystem ist das Zusammenspiel der Gesamtheit der Tiere, der Pflanzen, des Bodens und im Prinzip auch des Menschen halt. Wenn das reibungslos funktioniert, das erkennt man daran, dass die Artenvielfalt immer höher wird. Hecken sind dabei nicht nur Lebensraum für Vögel, sondern liefern Mineralstoffe für die Rinder. Der Heckenschnitt wird zerkleinert und dem Kuhmist beigemischt. Das verlangsamt die Umsetzung im Boden und steigert so den Humusgehalt. Mit dem Stallneubau konnte Wilhelm die Herde aufstocken und sein System perfektionieren. Sein Gesamtkonzept überzeugt auch die Jury des Bundespreises Ökologischer Landbau. Zusammen mit Unterstützern des Hofes gründete Wilhelm eine gemeinnützige GmbH und gewinnt so Sponsoren und Förderer. Gemeinsam mit dem Verein Luna e.V. kümmert er sich um Schulen, Praktika und Bildungsarbeit. Ja, ich bin Gerald Voss und bin hier zuständig für die gemeinnützigen Anteile, die rund um den Hof da sind. Dass diese Ideen, die hier sind, sich auch tatsächlich weiter verbreiten über viele, viele Menschen, die hierher kommen und sich hier orientieren können. Hof Luna e.V. bietet das ganze Jahr Bildungs- und Selbsterfahrungsangebote für Schüler und Erwachsene. Ich bin Cheryl Meiseberg und habe den Lernort mit aufgebaut und habe so ein bisschen die Verantwortung für das Haus, so ein bisschen im Sinne Herbergsmutter, Hausmeisterin, alles was so anfällt. Ihr Mann Thomas unterrichtet Permakultur, so Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Leben, bei dem sich vieles um guten Boden dreht. Das ist auf jeden Fall Teil des Ökosystems. Es ist insofern eher immer angeschlossen, als dass wir eben mit den Dingen, die im Landwirtschaftsbetrieb laufen, eigene gemeinsame Kreisläufe schließen. Sonja ist ausgebildete Physikerin und mit Mann und Kind seit gut einem Jahr dabei. Ich bin wahnsinnig dankbar auch dafür, dass ja das alles, was hier ist, das ist ja nicht erst seit gestern hier, sondern ist deswegen hier, weil Wilhelm vor 30 Jahren gesagt hat, ich fange jetzt damit an. Und das ist deswegen hier, weil Gerold und seine Frau vor 30 Jahren gesagt haben, wir unterstützen dich dabei. Der Hof hat viele Unterstützer, besonders die fleißigen Praktikanten. Manchmal etwas zu ungestüm, dann kommt Bernd,
der Maschinenflüsterer. Ja, an Maschinen kriegen die alles kaputt, was irgendwie möglich ist. Und teilweise schüttel ich auch ziemlich den Kopf. Und macht es dann einfach heile. Martina setzt all dem die Krone auf. Sie zaubert das Regionalmenü. Und werden in Schweineschmalz oder Butaris. Ein 5-Gänge-Menü mit Hofprodukten, das locker 3 Sterne verdient. Bevor es losgeht, schnell noch in den Hofladen. Leckeres vom Hof Luna. Dieses Festbankett einmal im Monat ist ein Dankeschön an alle Unterstützer und lockt neue Förderer. Wilhelms Mutter ist zwar selten dabei, aber das Verständnis für ihren Sohn ist zurück. Nach den Erkenntnissen, die wir alle haben und was wir alles wissen, hat er das bestimmt richtig gemacht, denke ich mal. Dass er mit der Natur ordentlich umgeht. Harmonie mit der Natur und miteinander. Auf Hof Luna kann man es finden. Das verdient den Bundespreis ökologischer Landbau. Für Hof Luna und alle, die dabei sind. Wir gratulieren.